So YouTube, willkommen zurück zu Lineage Eternal, Throne and Liberty. Und ich habe hier einen alten Geheimdienstbericht wiedergefunden. Sehr gut. Da seht ihr mal, wir sind noch nicht so durch die Stadt gelaufen, dass wir alles entdeckt haben. Ist halt, sieht zwar nicht so groß aus, ist am Ende aber dann doch sehr, ja, verästelt, verzweigt, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dass man auch überall oben rauf kann, gefällt mir auch. So, und wir sollen hier zu dem guten Thomas. Sweet Ukarak. Hix. Ein Trunk. Prost. Bist du der Handwerker, der die Andenken des Wolfwerks-Wettbewerbs hergestellt hat? But I made my last one a long, long time ago. Long, long time ago, ja. I can't even remember how to use my tools. Was ist geschehen? I may not look it, but I'm very anxious. Whenever I begin a new project, I become consumed with doubt and indecision and... Dich überkommt doch nur das Bier. Bitte, es würde Sori so viel bedeuten. So, Erie, you mean that girl Henry said, but I just messed this up and disappoint her. And not just one. Oh, ein Meister vergisst sein Handwerk doch nicht. Alright, fine, I'll try. Oh, das war einfach überzeugt. Total silence to work, so please don't make a sound. Das ist unglaublich, Thomas. Anyway, I hope so where he likes him. Feels great to pick up my tools again and get a bit of my old confidence back. I want to make you something too. Someday. I don't feel quite ready yet. Okay, kein Ding. Actually, you should visit Marianne, the accessory crafter. A well-crafted accessory can make you more powerful. Natürlich. Thomas, a Castleton craftsman, reminisced about the past and recreated the same kind of wolf-hunting keepsake he made in times long gone. He vividly remembered the days when Iskale raided his town. Recalling that alongside young Henry, who bravely set out to rescue the children, was an unknown hero. Okay. So 30 Meter da und da. Wenn man vorne mit spielen will, muss man leider Geld reinstecken in solche Games. Ja, gut. Das ist halt die Sache, warum will ich denn vorne mitspielen? Also, da habe ich zum Beispiel gar keine Ambitionen. Ich spiele ein Spiel, um meine Zeit mit Spaß zu füllen und nicht mit Stress. Deswegen stecke ich in sowas auch wenig Geld rein. Bis gar nicht. Und vor allem nicht in scammige Goldhunter. Also, man muss immer sich im Kopf haben, das Geld fließt in Länder, wo mit dem Geld vielleicht Sachen gemacht werden, die nicht gut sind. Und sowas würde ich nie unterstützen. Klar kann man es nicht immer verhindern. Zum Beispiel beim Kleidungskauf fließt das Geld auch in Sachen, aber man kann auch keine Kleidung kaufen, die halt in Europa hergestellt ist, weil die gibt es kaum noch. Und wenn, dann kostet sie eine ganze Niere. Also sehr schade sowas. Aber ich würde so Goldkäufer, Scammer, Scalper niemals irgendwas zahlen, dann wären es nur noch mehr. Wie kann man Fähigkeiten verstärken? There is a way to make your skills stronger. Ja. Active or passive skill growth book. Passive Fähigkeiten. Ja, ja, ja. You'll need to use skill growth books to learn new skills. They're divided by skill level, so be sure to read them carefully. Say, didn't you visit me before? Ja, ja. I knew it. Thank you for helping out Martinet. I will prepare special items for you. Na, for this once. Sehr gut. Enhance your skills with active and passive skill growth books. Give it a try. Das will ich auch hoffen, dass leicht ist. Thomas's advice, you visited the skills researcher Adrian. Adrian taught you how to craft and use skill growth books. Armed with this new knowledge, you now have the potential to become even stronger. Okay. Every skill contains great wisdom. Was können wir hier machen? Bücher herstellen. Ah, Pergament und Dings. Stellen wir her. Ah, für Passive könnten wir auch herstellen. Naja, egal. Aktive ist auch okay. Dann dürfte man auch keine Handy kaufen oder andere Elektronik. Ja gut, aber man muss es ja nicht übertreiben.
So sehe ich das immer. Ah, klar. Man sollte so wenig wie möglich eigentlich kaufen, aber es wird immer schlimmer. Also gerade Temu oder so, wie viele Leute bei Temu bestellen, oh, da kriege ich richtig Kopfschmerzen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kaufe die Sache lieber für 10 Euro beim Händler hier, auch wenn es die gleiche Sache aus China ist. Ich bin da kein Fan von, wie es sich entwickelt. Das wird sich alles nochmal dreimal gegen uns richten. Muss ich sonst so etwas wissen? Ah, congratulations. You've done very well. Now, is there anything else you would like to know more about? Oh, if you find any skills books for skills you've already learned, don't worry. You can bring them to me and I'll use them to craft solutions. Is there anything else you'd like to ask? Okay, wir können ihm irgendwelche Bücher bringen. Growth book with Adrian's help. Adrian said if a skill reaches a certain level, an additional effect will be activated. Such power will be very helpful in the coming war. Okay, da unten kann ich auch die Vorleserin ausmachen, obwohl die gefällt mir sehr, dass sie das alles so ein bisschen begleitet, nicht? Da wird man doch ein bisschen in die Welt gezogen. Dann gebe ich dir recht, ja. Aber ich meine, was will man als Kleiner machen, nicht? Klar kaufst du die Sachen da, weil... Also, was hatte ich neulich? Ich habe das zwar gemacht, da habe ich einen Blitzschuh wollte ich kaufen. Wer Blitzschuh kennt, weiß, was das ist. Das ist so zum Beispiel, wenn man Mikros oder halt einen Blitz auf eine Kamera anstecken will. Bei Temu 52 Cent mit Lieferung. Das ist... Und das gleiche Ding beim Händler kostet 20 Euro. Und da muss ich sagen, da kann doch der europäische Händler irgendwas nicht richtig verstanden haben, nicht? Also, klar kann er das so günstig vielleicht nicht anbieten, aber doch nicht für 20 Euro so ein kleines Metallteil. Also, sorry, und warum stellen wir denn in Europa nicht dieses kleine Metallteil hin? Weil wir das für 52 Cent nicht herkriegen? Okay, aber wir können es doch trotzdem herstellen für 3 Euro oder so und nicht für 20 dann. Oh, also das fand ich schon Abzocke. Ich habe dann wenigstens europäischen Händler gefunden oder Hersteller. Der lässt das wahrscheinlich auch in China fertigen, davon mal abgesehen, nicht? Aber der hat das dann für 9 Euro verkauft, 2 Stück, also 4,50 eins. Das fand ich wieder okay. Und das war wirklich gute Qualität. Aber man muss wirklich sich anstrengen als Konsument heutzutage, um sowas halt hinzubekommen. Ist immer ein bisschen nervig, sage ich mal, nicht? Okay, aber hier waren wir schon und haben die Bücher abgeliefert. So, wo ist denn die Kleine? Die muss hier hinten sein, nicht? Die 110? Nee, hier. Die 170 sind sie. Was ist das? Rüstungsherstellerin. Okay, dann gehen wir noch zur Rüstungsherstellerin. Die Arbeitslöhne sind hier zu teuer. Ja, das ist das Problem. Aber es gibt auch Maschinen und Co., nicht? Also, weiß ich nicht. Also, das hat doch vor 10, 20 Jahren auch noch funktioniert. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und ich meine, man muss immer damit rechnen, dass es wie mit der WM in Katar. Das geht alles auf Kosten von Menschenleben dafür, dass man das dann ganz günstig kriegt, nicht wahr? Das ist halt so ein bisschen... Ich meine, es lässt sich nicht ganz vermeiden, wie du schon sagst, nicht? Ein Handy kannst du nur kaufen oder nicht kaufen, aber du brauchst eins, sonst kannst du nicht mal mehr Geld abheben oder irgendwas machen. Da bist du denen halt ausgeliefert. Bisschen schade. Ich meine, es gibt sowas wie Fairphone, aber damit kannst du halt auch wieder nur das ja, Dürftigste machen, was geht halt. Also. So. Jetzt holen wir uns aber erstmal Rüstung ab. Die fertigt das wenigstens noch von Hand. Oder, das habe ich angefertigt, ich gebe ihr was. Oh, not a bad job at all. Now, upgrade the armor. You know how, right? Just like weapons, armor can be upgraded too. The more you upgrade your armor, the more damage it can withstand. Here, I will give you some materials. Try, that's all I can teach you for now. Okay. Keep crafting and upgrading your armor. You're off to fight Crackle today. But you will surely face more fearsome opponents next time. Good, good, good. You successfully crafted armor using Rachel's materials.
You'll bring more materials you find on the road. Was ist B? Make other types of armor. Ah, nach Hause, okay. Ich habe mich gerade gewundert. Das ist Happy? Okay, Happy kriege ich auch nicht weg, nicht wahr? Dann gucken wir mal, was haben wir denn? Wir haben so viel Zeug hier irgendwie dabei. Ich habe ja auch einiges gesammelt. Verwandlung. Was haben wir denn hier gelernt? Spezial Gestaltenwandlung. Gerissener Wolf haben wir gelernt. Nee, hier. Ich bleib beim Skarabäus. Was haben wir noch? Gut, der Kampf passt nicht. Alle Punkte erhalten. Haha. Im Kodex haben wir noch ein paar Bücher gesammelt. Oh, hier. Der Helden Castellons fehlt uns nur noch eins. No. Okay, alle abgehakt. Fähigkeiten. Wir haben Sinn des Scharfschützen. Je 1 Meter Entfernung vom Ziel erhöht sich die kritische Trefferchance für Magie und Co. Das finde ich besser. War das hier? Das Schleudern von Bomben oder Geschossen mit Stäben. 80% eine zusätzliche Bombe. Nee, das ist okay. Schnellfeuer ist okay. Was wäre das? Mana-Verstärkung. Erhöhung des Maximalmannes um 360 und die Maximalgesundheit um 1400. Nee, dann nehme ich das hier. Und das können wir auch noch aufwerten dann. Und... kriegen wir hin. Spielst du auch Stab und Bogen? Ja, habe ich irgendwie beim Ausprobieren dann mich so entschieden. Weiß nicht, ich habe die anderen Sachen ausprobiert. Dolche wären noch eine Sache gewesen. Dolche und Bögen oder Dolche und Stab. Aber ich bin gerne immer Jäger. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat sich Bogen alleine nicht so gut angefühlt. Und die Nahkampfwaffen, weiß ich auch nicht. Und dann dachte ich halt, Stab hatte coole Effekte. Probiere ich den halt aus, nicht? Ist momentan die stärkste Kombo, okay. Das erklärt einiges. Ich fühle mich nämlich ein bisschen zu stark teilweise. Ich meine, ich bin auch schon mal gestorben, weil ich im Chat geguckt habe, geredet habe und nicht weiter aufgepasst habe. Und was haben wir hier noch? Ja, dich habe ich gelesen. Danke. Kann ich das... okay. Das ist jetzt gedingst. Was können wir denn noch hochbringen? Ja, die anderen hier müssen wir eigentlich alle hochbringen. Okay. Das hier nervt. Also, ich finde das nett gemacht, wenn man es so einmal machen müsste, aber mir ist das ein bisschen zu viel Geklicke, nicht? Man kann zwar auch hier auf Automatik gehen, aber irgendwie... weiß nicht. Ist ein bisschen umständlich einfach. Ich kaufe das lieber beim Händler einfach oder beim Lehrer, nicht? Ohne das hier ständig alles einzeln machen zu müssen. Das ist wie so eine Pflichtaufgabe. Ja? Halte doch. Auch das hier, klicken und halten. Manchmal halte ich und nichts passiert. Dann ist auch komisch. Okay, haben wir das hier noch? Hallo Anime-Katze. Willkommen, willkommen. Und danke für 2 Markig-Bewertungen schon. Okay, Level 2. Wie geht's, wie steht's? Okay, alles auf Level 2 erhöht, was wir brauchen. Dann können wir das hier noch erhöhen. Ich habe ja auch noch nicht verstanden, warum es manchmal voll ist, manchmal brauche ich 3, warum das so ein Zufall ist. Oh, und das da. Restoration complete. Now you can smash the Archie to bits as you wish.
So. Ja, das können wir auch noch upgraden. Oh, das ist sogar sinnvoll, nicht? Der normale Schuss. Ah, ist gut bei dir. Bei mir immer. Ich hoffe, bei euch auch. Ja, ja, welche Chance ich habe, aber ich finde das trotzdem irgendwie. Mich nervt's, muss ich gestehen. Das ist, glaube ich, so ein asiatisches Ding, nicht? Hier. Das mögen die, so ganz viele Punkte und Systeme und Verschachtelungen. Ich bin da nicht so der Fan von. Dieses ganze Bling-Bling und Gems und Punkte sammeln. Das ist mir schon bei einigen anderen Kameras aufgefallen. Bei der Insta360 zum Beispiel, da kann man auch ständig irgendwas. Halte das gedrückt und schalte dann das frei. Und hier kriegst du noch drei Gems. Und da kriegst du, wenn du ein Bild hochlädst, noch das. Ich will einfach ein Foto machen. So, total überfrachtet. Ich meine, ich kann ja auch noch die Bögen irgendwie hochbringen. Das habe ich ja noch gar nicht hier. Nicht? Das muss ich auch noch lernen. Ich meine, ist cool gemacht. So, nicht? Es ist immer noch ein Spiel, aber ich weiß nicht. Okay. Muss man halt mögen. Meilensteine. Du kannst zahlreiche Events in Solium mit anderen Spielern abschließen, Belohnungen erhalten und freischalten. Ja gut, irgendwas mit anderen machen. Was gibt's hier? Golems in der Wildnis. Okay, ja. Gut, ich spiele nur die Sachen, die es als Singleplayer gibt, nicht wahr? Die Sachen, die mit Gilden und so zu tun haben, da werde ich eh außen vor bleiben. Deswegen, wenn wir uns nur die Sachen angucken. Das nervt mich zum Beispiel auch. Da oben ist auch eine Markierung. Ich will die wegkriegen. Wie kriege ich die denn weg? Was will er mir hier noch sagen? Ich sehe es nicht. Wir haben alles gesammelt. Ich kann hier auch nicht weiterschalten. Ich kann nur in den Laden gehen, nicht? Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Hier habe ich auch alles gesammelt. Und trotzdem hat er da oben immer seinen Punkt dran. Als ob ich irgendwas nicht gesehen habe, aber ich sehe es halt nicht. Genauso wie hier. Ach, da oben. Der Anfang der Historie. Erreiche Stufe 10, haben wir ja noch nicht. Ja. Achso, ich muss da einmal raufklicken. Belohnung. Also überall ist irgendwas einzusammeln. Ich bin total verwirrt davon, was das hier schon wieder ist. Erreiche Level 10 habe ich noch nicht. Ich kann aber das hier hinten schon einsammeln. Zerstörer der Nistgründe. Ist mir manchmal zu viel. Oder zu viel UI, nicht? Zu viel Meta-Ebenen. Da kann man noch mal rein, da kann man noch mal rein, da kann man noch mal rein. Das ist alles zu verschachtelt. Liebe das Leben. Okay, irgendwelche Münzen. Irgendwelche Münzen. Ah, und das war, hier ist der Wolfsjagd-Dings. Irgendwelches Essen. Okay. Wolfsjagd-Wettbewerb gewonnen. Okay, hier gibt es irgendwelche Pässe. Hier auch nicht. Jetzt hier gibt es auch wieder so einen Unterpunkt, wo man irgendwas gehen kann. So, und freischalten und Premium. Man merkt halt wirklich, das ist ein Free-to-Play-Game, wo du viel Sachen hast, wo du Geld reinbuttern sollst, nicht? Das ist ja quasi hier schon wieder so eine Art Season Pass in einem Season Pass mit einem Season Pass, wo du extra Währung für brauchst. Also, es wirkt an den Stellen halt unsympathisch, nicht? Ohne das ganze Geraffel drumherum, ich glaube, wenn du dieses Ganze auf ein Abo-Modell umstellen würdest und diesen Season-Pass-Gedanken rausnehmen würdest, wäre es ein richtig geiles Spiel für mich. Aber mich nervt das hier tierisch. Ich bin gar kein Fan von so Season-Sachen, Pässen und Co. So, alle Belohnungen einfordern. Vor allem, ich finde auch, ich kriege halt irgendwelche Belohnungen, ich habe gar keinen Bezug dazu, so. Ja, habe ich sie halt. Für mich ist das null reizvoll, die irgendwie zu bekommen.
weil man irgendwie die ganze Zeit damit zugeschissen wird. So, aber wir können uns noch aufleveln. Das macht mir hier Spaß, nicht? Geschicklichkeitspunkte und Co. einsetzen. Weisheit müssen wir vielleicht auch mal nehmen, langsam. Okay. Herstellen. Genau, wir müssen, glaube ich, noch eine Rüstung herstellen. Wo ist denn der Händler? Der Lagergoblin. Der war doch hier auch irgendwo. Hello, Friend. Ja, ja, ja. Lagergoblin, wo bist du? Wartet mal. Gemischtwarenhändler, Priester. Da. Südlich von uns. In die Richtung, da. Have you tried using the storage? Brava, you're here. Ich nehme mal kurz alles. So. Nicht, ich will nicht. Drücke mal B mit meinen fetten Fingern. So, hier können wir noch nichts aktivieren. Hier fehlen uns noch Sachen. Hier müssen wir was sammeln? Das gibt's bei den Wespen. Okay, wir müssen einmal zu den Wespen und hier Goblin. Ah, die Goblins haben wir noch nicht. Okay, aber die Wespen, die könnten wir schon schaffen. Und ich wollte noch irgendwas herstellen. Ausrüstungsverzaubern herstellen. Genau, Rüstung. Ich glaube, wir haben noch keinen Umhang. Aber Umhang können wir auch nicht herstellen. Da fehlen uns Zauberfilaments. Nahkampfverteidigung. Maximale Gesundheit. Plattenbrust, Harnisch. Trefferchance, verzierte Kampfbrustplatte, Weisheit, Eisengambeson, Stärke. Irgendwie gibt es für einen Jäger nicht so wirklich die Sachen, kann das sein? Irgendwie habe ich immer das Gefühl, es gibt so, hier gut, Gesundheit, aber so eine Lederrüstung gibt es halt nicht. Plattenbrustharnisch, Trefferchance. Das könnte für uns sein. Aber ich will doch auch irgendwie Werte wie Stärke erhöht haben. Finde ich ein bisschen schwach, nicht? Hier gibt es immerhin Weisheit. Für einen Stab könnten wir das nehmen. Aber so richtig. Das hier ist vielleicht noch Eisengambeson. Aber der erhöht die Stärke. Das hilft mir gar nicht. Oder gibt es noch einen anderen Hersteller und ich habe das einfach noch nicht gecheckt. Das kann natürlich auch sein. Seltenes Buch für passive Fähigkeiten. Können wir eins herstellen? Oh, nee. Waffen. Da hatten wir schon verbesserte hergestellt. Da könnten wir einen besseren Bogen vielleicht herstellen. Langbogen des Jägers. Das klingt doch gut. Kritische Trefferchance. Was macht der? Trefferchance erhöhen. Gesundheitsregeneration, auch nicht schlecht. Wahrnehmen und Mana-Regeneration, auch nicht schlecht. Der hier hat am meisten Schaden, nicht? 19. Der hat 17 bis 63. Nee, der hier. Langbogen. Den kann ich aber nicht hier herstellen, nicht? Da muss ich wieder wirklich dahin laufen. Rüstungshersteller, Ausrüstungshändler, Zubehörhersteller, Gemischtwarenhändler.
Da, Waffenhersteller. Toyho, friend, if you need. Toyho, just leave your things with me, my friend. Jäger? Ach komm, ich nehme. Ich hab irgendwie Bock auf den Jägerbogen. So. Nein, nicht. Ich glaube, weil in anderen Spielen B Inventar ist, nicht wahr? Drücke ich ständig B. Unterbewusst. Charakter darauf, dass der Bogen und den Bogen tauschen. Sehr gut. Inventar, Ausrüstungsverzauberung. Den können wir mal hochbringen jetzt. So, Stufe 2. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Ich habe zum Beispiel gar keinen Bezug, was mir wirklich diese Stufen bringen. Was mir zu viel drumherum ist, nicht? An Gewürfel. Ich kann gar nicht klar erfassen, die Informationen, die ich brauche, um sie zu extrahieren, was mir das jetzt wirklich alles bringt. So, wo war das Mädchen? Das können wir noch machen. Da ist ja hier in der Stadt. Dann kriegt sie jetzt ihren Anhänger. Ich finde es immer cool, wenn man die Sachen einfach so einfach wie möglich hat in so einem UI und auch einfach vergleichen kann, nicht wahr? Adventurer, did you... Ja, habe ich. Hier die Wolfsjagd andenken. Natürlich. Henry's grave to let him know the hunting contest is still being held in his name. Sehr schön. Actually, we weren't just saved by Henry. There happens to be another hero who came to save us that day. However, that person vanished without even saying a word. Do you think I'll meet that other hero someday? If I ever do, I'll hold on to this other keepsake so I can give it to them. Oh. Have the time, you should go and visit Henry's grave. Okay. You'll be able to find his tomb over in the abbey. Da waren wir doch schon. Ja, das mache ich. Oh, really? That'd be real nice. Castleton Abbey is located on a hill that's somewhere between the town and the plains. Okay. Okay, wir müssen noch Respekt zollen. Na gut, dann machen wir das. Bevor ich in die andere Richtung gehe. Wo war denn der Anfang hier? Ja, genau, hinterm Friedhof, nicht? Zack. Wo ist denn der andere? Da oben. Ah. Auf zum Grab. So, Respekt zollen. Mit Helpy. Oh oh. Oh. Star Child, are you seeking a path? A
After all the twists and turns, you finally gave Soiri the wolf hunting keepsakes you'd gathered. She was overjoyed, expressing her gratitude over and over again. Soiri hoped that people would continue to remember Henry for years to come and told you the location of the abbey where he's buried. Okay, bezwinge Kamur und Kamurs Anhänger. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Bis gleich.